Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Urs Reiter und wir sind in Folge Nummer 28 von Oxygen Not Included. Ja, was machen wir? Wir brauchen hier die Dingens, da können wir schon einen auswählen und können schauen, was wir da reinmachen. Da haben wir ja einige Sachen, die wir noch machen müssen. Und ich denke, wir lassen einfach mal so insgesamt die ganze Sache mal ein bisschen fertig bauen, damit wir nicht ganz so viele Aufgaben haben, denn das war ja jetzt hier so ein bisschen, ne, viele Tätigkeiten, die wir hier haben. Dann würde ich aber sagen, gucken wir noch im Intro weiter, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen. Da oben wird gearbeitet. Rutschstange war letztes Thema, glaube ich, noch. Da sollte man vielleicht auch noch drüber nachdenken, die hier runter zu machen. Dafür müsste man hier aber links auch wieder alles machen, ne? Okay, da wird gerade zugemacht. Sehr gut. Das ist dann auch ein bisschen sicherer wegen dem Wasser hier. Der Filter... Das Wasser, wie sieht es denn da aus? Okay, das ist schon mal eine ganze Ecke weniger geworden. Sehr gut, das fällt auch gar nicht mehr hier runter, sehe ich gerade. Dann würde das bedeuten, das kann immer noch da reingeleitet werden. Dann würde ich sagen, obwohl wir ja was fertig bauen wollen, machen wir das erstmal so, oder? So, hier sind einige Sachen fertig, aber wir brauchen erstmal Essen. Essen ist mit 15.000 gar nicht mal so schlecht. Und... Ah, wir müssen gucken, dass wir den einen Behälter da... Wo haben wir den denn jetzt hingepackt? Wo waren die denn jetzt gebaut? Hier unten. Da müssen wir mal gucken, dass wir was wir da reinpacken, ne? Was haben wir denn hier so liegen? Granit, Kohle. Da ist nichts. Hier ist verschmutzte Erde, die muss aber wohl woanders hin. Da ist kein Strom dran, ne? Granit, wir packen da mal Granit, glaube ich, rein. Wo war Granit? Nee. Stoffe Erde, nee. Ah, hier ist Granit. Das ist schon mal erledigt. Hier mache ich mal höher. Genauso wie da auch, dass der zweite auch fertig wird. Ich weiß jetzt zwar nicht wo, was, aber hier Kohle ist voll, ne? Da könnten wir aber auch noch einen zweiten reinbauen, ne? Das läuft aber erstmal. Ja komm, ist ja jetzt nicht so wild, dass wir da noch einen hinstellen, wo die Kohle dann rein kann. Weil wir hatten ja gerade Kohle irgendwo, die noch gemacht werden muss, ne? Und wieder was zum Bauen. Okay, die schlafen alle. Wir sind aber alle zufrieden am Schlafen, ne? Was haben wir hier? Sand. Und wer ist der Letzte? Aha, er hier. Ist am Supercomputer am Forschen. Alles gut. Toiletten sind in Ordnung. Alles läuft irgendwie. Hier ist der zweite fertig, aber wir haben da gar keinen Stromanschluss dran, ne? Kabel. Ziegel, Kabel. Kleine Transformator, ne, Kabel. Ich möchte gerne die Kabel fertig kriegen. Kabel. Kabel. Da ist schon ein Kabel fertig. Da noch nicht. Kabel. 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 Da ist Kabel fertig. Da noch nicht. Ja, wir können es ja auch ganz einfach so machen, ne? Ach ja. Na, hier geht es ja auch einfacher mit den Kabeln, ne? So, verschmutzte Erde müsste mal weggebracht werden, aber das ist voll, sagt er. Aber das ist ja nicht hier, verschmutzte Erde muss doch hier rein. Da haben wir doch irgendwo einen Fehler im System, oder?
Erde, ja. Erde. Verschmutzte Erde soll da auf gar keinen Fall rein. Die muss doch in Komposthaufen, oder? Die soll doch hier unten rein, die verschmutzte Erde, Mann. Das ist ja wieder doof gelaufen, oder? Da ist alles drin, oder was, in den Dingern? Ah. Hier sind nur Samen drin, ne? Der ist der einzigste richtige, oder was? Hier ist Erde drin, ne? Na super, das hat gut geklappt, oder? Filtermaterial, Sand. Da ist ja schon mal das nicht drin, also kann das Organische schon mal raus. Kohle soll da auch nicht rein. Oxalit würde da sowieso kaputt gehen, auch Blödsinn. Dann kann der Bleistein auch raus. Metalle raus. Landwirtschaft raus. Machen wir da auch nicht rein. Nährstoffreiche Erde kommt da jetzt rein. Der Rest kommt da raus. So, hier kommt die nährstoffreiche Erde nicht rein. Hier kommt kein Metallerz rein. Hier kommt das von der Landwirtschaft auch nicht rein. Hier kann Sand drinne bleiben. Organisches fliegt raus. Rohmaterial fliegt raus. Verbrauchbare Erze fliegen raus. So. Hier sind die Samen drin, ne? Genau, nur Samen. Und hier war nur nährstoffreiche Erde. Und da haben wir schon zwei davon. Warte mal, dann kann das da auch raus. Dann packt da nur Algen rein. Hier ist Sand drin. Sand kommt dann da nicht rein. Schilffaser kommt da rein, okay. Sauerstoffmasken kommen da rein, okay. Nee. Landwirtschaft, nee. Metallerz, nee. Nährstoffreiche Erde, nee. Organisch, nee. Rohmaterial, nee. Samen auch nicht, die kommen woanders rein. Tiereier sind da drin, okay. Die kommen da auch nicht rein. Kommt auch nicht da rein. Da machen wir mal veredeltes Metall rein. Das kann dann so bleiben, ne? Und die... Na komm, dann noch die industrielle Zutaten. Obwohl, da war keine Haare. Ah, komm, los, weg. So, was haben wir hier? Dünger ist sowieso nicht da. Filtermaterial fliegt da raus. Metallerz. Ist da ziemlich viel drin. Das fliegt raus. Organische Klamotten fliegen raus. Das fliegt auch raus. So. Hier vorne haben wir was. Ja, auch wieder alles, ne? Mach da Phosphorit rein. So, alles raus. Fertig. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo der Rest hinkommt, ne? Und dieser hier, der hat bestimmt auch alles angeklickt, oder? Ne, der hat jetzt nur Granit. Okay, dann passt's ja. Ne, Filtermaterial nicht. Das haben wir ja schon. Kleidung, Sauerstoffmaske. Ne, Landwirtschaft, Dünger. Metallerze, Kupfererz. Kupfererz ist hier sinnig. Und hier kommt veredelte Metalle rein, Kupfer. So, ich hoffe, das habe ich da oben nirgendwo drin. Alge. Sand.
Industrielle Zutaten. Kupfererz fliegt raus. Kommt da unten hin, macht Sinn. Magmatit. Und Phosphorit ist da drin, passt jetzt. Okay, die sind gut am Bauen. Wir haben hier eine neue Blaupause. Die schauen wir uns mal an. Oxyphan-Samen, das ist das, was Sauerstoff macht, ne? Der Samen eines Oxyphans. Würde eigentlich dafür sprechen, den zu nehmen. Bauerntölpel. Narkoleptisch. Technikfeind, Maschinen gesenkt, kann Grabenaufträge nicht durchführen. Lumpia Garderobie. Ja, ich nehme Oxyfarm, ist klar, ne? So, und dann schauen wir mal, wo wir die hinmachen, die Oxyfarm. Welche Bedingungen braucht die denn? Kohlendioxid ist klar. 0 bis 40 Grad, Duftdruck, mindestens 500 Atmosphäre, Kohlendioxid, Erde, Wasser. Okay, das bedeutet, ich würde das erstmal schauen, dass wir das weit, relativ weit nach unten machen, da wir ja hier schlecht Sauerstoff haben, ne? Dann würde ich das tatsächlich hier unten hin machen wollen. Möbel. Der Entsafter, okay. Aber Möbel brauche ich nicht. Ich brauche Nahrung. Da waren die Blumenkübel und so, ne? Acker. Pflanz den mal dahin oder dahin? Pflanz den mal dahin. Und dann brauche ich Graben. 7. Und der soll auch 7 sein. Und dann wollen wir gucken, dass der da schnell hingepflanzt wird, damit wir den Sauerstoff hier bekämpfen, ne? Den Kohlendioxid bekämpfen, in Anführungsstrichen. So, hier wird ordentlich was gemacht. Aber hier ist, glaube ich, der Ausgang irgendwo noch nicht so weit dann, ne? Ich glaube, da müssen wir mal jetzt das Stromnetz anschauen. Leitungen. Ah ja, die Leitung ist da nicht angeschlossen. Diese Leitung ist dort angeschlossen. Macht den 240 Watt. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Wenn der angeschlossen ist, trennen wir hier auf. Oder? Achso, hier wollte ich noch gucken, das war... die dreimal machen, ne? Damit wir ein Omelett kriegen, oder? So, die sind alle am Schlafen, das ist auch schön. Forschung müssen wir noch auswählen. So, das haben wir schon alles. Kombinierungszubereiter, den brauchen wir jetzt nicht sofort. Das war hier Erdgas, Petroleum und Öl. Das ist jetzt gerade auch nicht von Bedeutung. Ja, Niedrigwiderstandleiter. Verbindet Gebäude mit Stromquellen. Das ist eine Brücke. Starke Leiterverbindungsplatte. Ja, das wäre schon interessant. Hier haben wir das erste System mit der Zuleitung. Hier gibt es eine Metallrefinerie. Künstliche Freude, Roboter weg. Nee. Auch nicht. Das ist ihre ärztliche Geschichte. Momentan sieht es gut aus. Ein Salzer. Das war hier Stromungsumlenkung. Surf Simulator. Okay, das wäre mit Moral. Brauchen wir aber nicht. Isolierte Rohre. Kühlen und heizen. Da können wir filtern. Verbesserte Belüftung.
Ja. Tut sich gerade ein bisschen schwierig, ne? Vielleicht sollten wir langsam mit Deko anfangen. Oder oben bleiben wir. Ich glaube, wir machen hier oben den Ding, ich sag schon, die Leitung. Mach das erstmal. Gut, Forschung ausgewählt. Escape gedrückt. Weiter geht's. Keine Hatchling-Eier. Wir haben aber drei eingestellt zum Knacken. Also Blödsinn eigentlich. Der Matsch, ja, das ist auch so eine Geschichte, ne? Noch brauchen wir es nicht. Ah, hier ist weggeräumt. Das heißt, das Wasser fällt weiter runter. Ist aber noch alles easy going. Ist immer noch Platz. Ich glaube, da könnte man nochmal das machen, wenn es sein muss. Der ist da oben, der Pufflet. Wo sind denn die anderen Pufflets? Da. Wenn der jetzt nach links. Oh, super, er ist nach rechts gegangen. Alles klar, hat gut geklappt, ne? Hier müssen wir nochmal eine Steigerung machen für den Duplikanten. Stinky. Ja, verbesserte Tragfähigkeit, ne? Da brauchen wir nicht reden. Gut, haben wir. Wir haben, glaube ich, ein paar Aufträge weniger tatsächlich auch, oder? Aufträge 8. Entfernt 5, entfernt 6. Netto. Naja, es ist schon mal was gelaufen, ne? Okay, das zu, das zu. Das läuft. Was ist hier? Achso, der pumpt den Sauerstoff da auch schon nicht mehr rüber, glaube ich. Wie sieht es mit dem Strom aus? Hatten wir das? Das ist verbunden, ne? Das bedeutet, hier bitte zerlegen. Zerlegen. Zerlegen und ich glaube, zerlegen, abbrechen. Warte mal, ist jetzt noch ein höher? Strom. Nee, da müssen wir es lassen. Passt. Okay, dann würde dann das sich aufteilen mit dem Strom. Das war's dann. Das heißt, wir haben jetzt den zweiten Stromkreis, der nicht überlastet werden kann. Sehr gut. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.